Hey, was geht? Ich bin Cody und heute mal ein kleines, aber feines Auspackvideo. Und zwar habe ich gerade von unten abgestaubt die, wie nennen die sich denn? Disney Wikis. Und da möchte ich einfach mal ein paar von auspacken, weil ich hier noch ein paar Packungen habe. Und wir gucken einfach mal gemeinsam, weil ich gerade Langeweile habe, was da so drin ist für eine Figur. Beziehungsweise was für Figuren. Und wir fangen einfach mal groß an, ohne dass wir groß drumrum labern müssen. Und zwar haben wir hier als erstes von Lilo und Stitch die kleine Lilo. Glaube ich, ist das, ne? Correct. Sag mal hallo. Hierbei ist immer noch ein Sticker. Die kriegt man bei Rewe, Kaufland, bei Hit, Rewe und keine Ahnung wo. Pro 15 Euro Einkauf, glaube ich, eine Figur. Und ja, gucken wir mal weiter, ne? Bin ich wieder voll aus der Puste hier. Weiß gar nicht warum. So, wir machen das aber gar nicht so spannend. Sondern holen einfach mal Mickey raus. Ist die Nummer 1, wie man hier sieht. Wieder mit einem wunderbaren Sticker. Hallo Mickey. Ich hoffe, das ist ordentlich fokussiert. Wenn nicht, dann auch egal. Ist ja nur so ein kleines Zwischendurch-Video. Warum auch nicht. Oh, jetzt habe ich den Sticker zerrissen. Tut mir natürlich leid für den Sticker. Aber letztendlich ist es egal, weil den habe ich eh schon. Das ist nämlich der kleine Schneemann von Eisprinzessin oder wie das Ding heißt. Der steht ja da hinten schon. Hier ist noch ein Sticker nebenbei. So. Müll zur Seite. 4 Stück habe ich noch. Parat. Machen wir den nächsten offen. Es gibt ja einige Leute, die sammeln das. Oh, guck mal, ganz cool. Donald Duck. Hallo, Donald. Cool, Mickey Mouse und Donald. Die stehen ja da hinten noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo welche habe unten, ob wir noch welche haben. Auf jeden Fall sind die drei auf jeden Fall schon mal neu. Ist ja schon mal was Schönes, ne? Sammeln tue ich die jetzt nicht wirklich, aber kann man sich die Zeit auf jeden Fall mal mit vertreiben. Hier schon wieder etwas Neues, und zwar von Alice im Wunderland, die Katze müsste das sein. Steht das nicht hinten noch drauf? Grinsekatze, ja, das ist die auf jeden Fall. Tada! Auch cool. Und als nächstes, wir machen einfach kurz einen Prozess heute, haben wir wieder den Snowman. Warum ist er so oft dabei? Verstehe ich nicht. Aber gut. Mal pusten. Und als letztes, das ist das Wunderpäckchen, das letzte Päckchen für dieses Video. Dauert auch schon viel zu lange für so ein kleines Video. Aber, warum soll man es nicht mal bringen, ne? Nochmal die Katze. Cool. Da. Ich habe jetzt auch eigentlich nicht vor, mit euch das großartig zu tauschen oder so, falls ihr die sammelt. Keine Ahnung. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesen Figuren haltet. Ist ein nettes Gimmick, wenn man mal sowieso einkaufen tut und so Disney-Sachen mag. Für Kinder vielleicht auch mal was Schönes, so kleine Spielfiguren zu haben. Aber großartig. Ja, besonders sind die jetzt eigentlich nicht. Aber gut, ich finde die Ausbeute auf jeden Fall schön. Einen Donald Duck, eine Mickey Mouse, eine... Man kann ja kurz gucken, welche das ist. Steht da hinten drauf. Eine Lilo. Ups. Eine Grinsekatze. Und zweimal den Olaf. Hallo Olaf. Simba sieht übrigens richtig kacke aus, kann man hier nochmal erwähnen. Ich will ihn mal fokussieren. Guckt euch den mal an, wie der aussieht. Ich finde, der ist voll hässlich. Den hätte man so schön und niedlich machen können und dann machen die sowas Hässliches daraus. Aber bitteschön. Gut, das war's mit dem Video. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Einfach so zwischendurch, lacht euch kaputt und bis zum nächsten Mal.